Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen hier bei unseren Elefanten. Jetzt ist es ja 10.15 Uhr. Und was bedeutet das für Sie und für die, vor allem für die Tiere? Jetzt ist Badezeit. Wir baden heute hier vorne an unserer großen roten Pagode. Also ist gerade die längliche Seite des Elefantenhauses. Da gibt es eine langgezogene Elefantenanlage. Da befinden sich gerade zurzeit 8 Elefanten drauf. Von groß bis klein ist alles dabei. Des Weiteren haben wir noch eine weitere Anlage, die ist so ein bisschen breiter und nach hinten ein bisschen offener. Da befinden sich unsere Elefanten wohl. Da werden wir jetzt allerdings nicht stehen, sondern wir werden jetzt hier vorne einfach versuchen, die Elefanten ins Wasser zu locken. Das klappt meistens mit ein paar Äpfeln ganz gut und mein Kollege Micha steht schon bereit und tut dadurch die Elefanten ein bisschen animieren, ins Badebecken zu kommen. Ja, wir haben einmal 10.15 Uhr Elefantenbad und einmal 15 Uhr. Damit auch jeder mal ins Wasserbecken kommt, haben wir das so ein bisschen am Tag verteilt. Elefanten sind ja eigentlich nicht so die wasserliebenden Säugetiere. Nichtsdestotrotz, für ein paar Äpfel machen einige Elefanten alles. Und damit gehen die dann auch ganz gerne ins Badebecken. Der ein oder andere Elefant spart sich das aber, bleibt dann lieber oben auf der großen Anlage und überlässt dann den anderen das Feld und natürlich dann eben auch die Äpfel. Ja, hinten sind die Bullen, die sind dann auch heute Nachmittag dran, so dass es einfach ein bisschen verteilter ist, damit wir nicht jeden ins zweite Becken schicken müssen. Wir als Tierpfleger kommen natürlich nicht auf die Anlage und können die Tiere reinschieben. Der ein oder andere Elefant wiegt um die 5 Tonnen und somit können wir da wenig ausrichten mit Schieben. Und auch die kleinsten Elefanten, die wir jetzt hier sehen, da ist die jüngste, die Savani, die gestern ein Jahr alt geworden ist, die läuft gerade oben am Haus lang. Selbst die wiegt schon 600 Kilo. Und unser Akito, der jetzt hier mit dem Badebecken schon mit rumtaucht, der wiegt um die 800 Kilogramm. Also obwohl die Tiere gerade ein Jahr sind, beziehungsweise 2 Jahre, haben die schon ein ordentliches Gewicht. Und damit es immer kein Ärger gibt, da machen wir das lieber von außen. Für alle entspannter und somit können dann die Elefanten natürlich frei entscheiden, ob die baden gehen wollen oder eben auch nicht. Ja, wir haben hier im Zoo haben wir die Elefanten mit den kleinen Ohren, das bedeutet, wir haben die asiatischen Elefanten, wie der Name schon sagt, kommen die natürlich in Asien vor und in der Richtung in Südostasien, in Indien, den vorgelagerten Inseln Sri Lanka, Borneo und Sumatra, also ein großes Verbreitungsgebiet. Nichtsdestotrotz sind die Tiere sehr stark vom Aussterben bedroht. In der freien Natur gibt es nur noch 10.000 bis 20.000 asiatische Elefanten. Das sieht bei dem Pardon, was in Afrika lebt, bei dem afrikanischen Elefanten ein bisschen anders aus. Da gibt es noch bis zu 200.000 Tiere. Das stand ja auch in den letzten Monaten in der Presse, dass das eine Land um die 200.000 Tiere schon alleine für sich beansprucht. Demzufolge sind da die Sachen klar verteuert, wer da vom Aussterben bedroht ist und wer eben nicht. Und warum sind die eigentlich vom Aussterben bedroht? Also die asiatischen Elefanten, die beanspruchen natürlich auch einen großen Anspruch an Platz, viel Lebensraum. Und weil natürlich da unten auch die Bevölkerung immer weiter wächst, so wie es auch eigentlich überall der Fall ist, gibt es da natürlich immer Konflikte zwischen Mensch und Tier. Und da zieht meist das Tier den Kürzeren und demzufolge ist es dann so, dass wirklich die Tiere dann vom Aussterben bedroht sind. Ja, wir hier vorne bei uns auf der Anlage haben da 8 Tiere, die habe ich schon kurz erwähnt. Die Herde hier vorne wird angeführt von unserer Elefantendame Keba. In der freien Natur ist das ja auch so, dass es da eine Herdenchefin gibt und ringsherum entwickelt sich dann eine kleine bis ganz große Familie. In der freien Natur bis zu 30 Tiere, bei uns im Zoo ist es ein bisschen kleiner. Nichtsdestotrotz stehen der Natur natürlich nichts nach. Also die Keba ist die Herdenchefin. Das ist die große, breite Elefantendame mit den 2 Sternen auf den Hintern. Sie kam ursprünglich aus Burma über Moskau in den Tierpark Berlin und dann hat die da ihre Familie gründen können, hat da ein paar Töchter und Söhne bekommen und dann vor 4 Jahren war es dann so, dass er zu Leipzig das Glück hatte, die komplette Herde zu übernehmen. Also der Tierpark Berlin baut komplett neues Elefantenhaus. Hat sich entschieden, dann bloß noch afrikanische Elefanten zu halten und da war jetzt für die asiatische Gruppe kein Platz mehr und da haben wir die genommen. Und da das ja schon so eine bestehende Familie war, hatten wir auch das Glück, dass unsere Zuchtbulle beieinander ordentlich zugeschlagen hat.
Und dann nach 2 Jahren Tragzeit sind dann 4 gesunde Jungtiere rausgekommen. Der älteste ist Akito. Akito, da können Sie vielleicht schon ein bisschen genauer hinschauen, das ist der kleine Elefantenbulle mit den kleinen weißen Stoßzahnansätzen in der freien Natur oder eben bei asiatischen männlichen Tieren. Die bekommen lange große Stoßzähne, bei den Mädchen vielleicht bloß ein bisschen oder beziehungsweise gar keine. Also die Keba hat 2 Töchter, die sind auch schon erwachsen, einmal die Panda und einmal die Tusa und die haben auch jeweils nochmal ein Jungtier. Da oben läuft die Rani immer mal rum, die Rani gehört allerdings nicht mehr zur Familie, die kam damals 2013 aus Hagenbeck, also aus Hamburg. Mit ihrer Mama, die ist leider schon verstorben, demzufolge hat Rani eigentlich nicht mehr so die große Familie. Aber wir konnten von Glück reden, dass wir hier sie schön integrieren konnten in die Gruppe. Die hat die eine oder andere Freundin, hält sich in speziellen Situationen trotzdem noch so ein bisschen zurück, ist aber ein bisschen abwesend. Aber irgendwie muss sie trotzdem immer dabei sein, ist auch für sie wichtig und ihr Gefühl gibt es immer so. Also von der Herde getrennt sein ist auch blöd. Wie gesagt, sind keine Einzelgänger, sondern wirklich Herdentiere und das klappt eigentlich ganz gut. Und auch mit ihrer Tochter Savani, die hat sich auch super mit den anderen Kids angefreundet. Das sieht man jetzt zwar nicht so, die ist natürlich auch oft bei Mama, aber wenn die Jungtiere dann wieder hochkommen, wird dann wieder zusammen als Kindergarten rumgetollt und die haben dann dort sehr viel Spaß. Ja, Elefanten sind nicht so die Wasserlebenssäugetiere, das bedeutet, wenn der Abfalleimer von meinem Kollegen Michael dann alle ist, werden dann die Tiere nach und nach das Wasserbecken verlassen. Eigentlich ist ja das Baden für die Tiere bloß so ein Auftakt der Körperpflege. Der ganze Dreck, der auf dem Rücken, an den Seiten, an den Füßen ist, wird einfach kurz abgespült. Dann wird sich nochmal kurz geschubbert und dann gehen die Tiere sofort in die Lebenshöhle bzw. in die Sandshöhle, die wir hier auf unseren Anlagen haben. Und da wird sich dann sofort wieder neu eingesandet und eingeschlampelt. Das hat natürlich den Vorteil, gerade in den Sommermonaten gibt es natürlich viele Stechinsekten, Bremse, Mücken, Wespen, Bienen. Alles, was so ein Elefant gefährden kann. Und damit wollen sich Tiere natürlich nicht auseinandersetzen. Und wie der Name dann am Ende sagt, Dickhäuter, das ist nicht überall der Fall, denn die Tiere haben schon sehr empfindliche Hautregion. Wird sich durch den Schlamm und Sand ordentlich vor diesen Tieren geschützt. Und somit muss sich der Elefant damit nicht rumplagen. Dann zum anderen ist natürlich die UV-Strahlung, der Sonnenschutz natürlich sehr wichtig, auch für unsere Tiere. Und mit einer dicken, fetten Sandschicht auf dem Rücken ist das natürlich immer ein bisschen besser zu ertragen, als wenn kein Sand drauf wäre. Das ist quasi die Sonnencreme für die Tiere. Könnten wir Menschen natürlich auch ausprobieren, aber kratzt und krabbelt da natürlich überall. Ja, wie hier zu Leipzig, wir haben ja hier so ein großes Elefantenhaus. Das Elefantenhaus stammt seit 1926, wurde 2006 einmal komplett umgekrempelt und neu renoviert, restauriert. Die meisten Steine, Klinkersteine, die wir da sehen, sind quasi jetzt fast 100 Jahre alt. Dann haben die Elefanten natürlich ungefähr 2 Hektar Fläche dazu bekommen. Also wer so ein Zoo ein bisschen kennt, hier standen vorher noch Giraffen, Flusspferde, Zebras. Aber seit der Entwicklung mit dem Zoo des Zukunft hat sich das alles ein bisschen geändert. Und demzufolge haben die Elefanten hier super viel Platz bekommen. Die Giraffen und Zebras sind umgezogen in die Kibara-Savanne. Somit ist dann die Platzverhältnisse dann alles ein bisschen verbreitet worden, so damit die Tiere sich wohlfühlen können. Wir als Tierpfleger, wie es auch lange Zeit der Fall war, wir gehen nicht mehr zu den Elefanten direkt auf die Anlage. Wir haben sozusagen einen kürzeren Kontakt. Wir trainieren jeden Tag mit jedem Tier, ungefähr 10 bis 20 Minuten. Also somit auch mit tiermedizinischen Sachen und natürlich auch Sachen, damit die Tiere sich nicht langweilen und das Gehirn auch immer noch ein bisschen gefördert wird. Das funktioniert auch ganz gut. Eben mit den Jungtieren haben wir ab einem halben Jahr angefangen. Und die sind schon manchmal besser als ältere Elefantendame. Dazu gibt es dann natürlich, damit sich das für die Tiere auch immer lohnt, noch ein paar Leckerlis. Das machen die Tiere natürlich freiwillig mit. Und wir sind sehr zufrieden, so wie das funktioniert. Und deswegen können wir auf Holz klopfen, dass es mit den Jungtieren auch so weitergeht. Wer so ein bisschen unsere Zoogeschichte verfolgt hat, hat mir mit den Jungtieren nicht immer Glück. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt gerade auf einem guten Weg, das so weiterzuführen und dass wir die Jungtiere mehr oder weniger groß kriegen. Denn die Keba, die wir vor dem Badebecken gesehen haben, wiegt zurzeit 4 Tonnen und der Elefantenbulle, vorhin haben, wiegt 5 Tonnen. Also somit sind natürlich die Gewichte und Kräfteverhältnisse ordentlich verteilt und so müssen dann die Kleinen auch irgendwann zulegen. Pro Monat waren die zurzeit ungefähr 30 Kilo pro Monat und das ist natürlich dann ruckzuck auf 700, 800 Kilo angewachsen. Ja, das sollte es jetzt erstmal von meiner Seite aus gewesen sein. Der Apfeleimer ist alle, die Elefanten gehen langsam raus und genießen dann jetzt den Tag.
Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie natürlich gerne noch zu uns kommen. Wir stehen ja noch ein, zwei Minuten zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Zootag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.